Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Das Spiel, das ich heute reviewen werde, ist E.T. der Außerirdische bzw. E.T. der Extraterrestrial für einen Atari 2600. Und ich werde auch in dieser Folge die Geschichte erzählen des nordamerikanischen Videospielzusammenbruchs aus dem Jahre 1983 und 84. Und los geht's! E.T. The Extraterrestrial bzw. Der Außerirdische ist ein Abenteuerspiel, welches entwickelt und veröffentlicht worden ist von Atari Incorporated. Das Spiel kam 1982 auf den Markt und zwar für das Atari 2600 Videospielesystem. Dieses Spiel basiert auf dem gleichnamigen Film von Steven Spielberg und das Spiel wurde designt von Howard Scott Warshaw, der ebenfalls Titel gemacht hat wie Yara's Revenge, eins der bestverkauftesten Titel am Atari 2600, und er hat auch Raiders of the Lost Ark gemacht. Das ist Indiana Jones und der Jäger des verlorenen Schatzes auf Deutsch. Und dieses Spiel basiert ebenfalls auf dem gleichnamigen Film von Steven Spielberg und dieses Spiel war eines der ersten Videospiele, welches eine Filmlizenz besessen hat. Oder welches basiert auf einem Film. Heutzutage ist E.T. bekannt als das schlechteste Videospiel aller Zeiten oder zumindest es ist eins der schlechtesten Videospiele aller Zeiten. Und es wird auch dafür verantwortlich gemacht, dass es schuld daran ist, an dem großen nordamerikanischen Videospielezusammenbruch aus dem Jahre 1983 und 84. Und heutzutage reden immer noch viele Leute über dieses Spiel. Und in den letzten Jahren sind sehr viele Reviews aufgetaucht auf YouTube über dieses Spiel oder halt eben einfach nur Videos über das Spiel. Und die meisten Videos oder Reviews waren sehr negativ. Also lustigerweise fast alle haben die gleiche Meinung gehabt über das Spiel und lustigerweise fast alle haben auch die gleichen Beschwerden gehabt über das Spiel oder ja, also die gleichen Schwierigkeiten haben es gehabt mit dem Spiel, sagen wir es mal so. Und nur eine Handvoll von Leuten haben jetzt da ein Video gemacht oder haben mehr oder weniger gesagt, hey, das Spiel ist jetzt dann nicht ganz so schlecht und da gibt es einen Haufen von Spielen, die jetzt da viel schlimmer sind als die Thema Atari 2600. Das heißt, jetzt schauen wir uns einmal das Spiel genauer an. Ich zeige euch, worum geht es eigentlich in dem Spiel, was macht man da und so. Und da werden wir dann auch gleich sehen, oder beziehungsweise sagen wir es mal so, ich werde dann versuchen einfach zu erklären, warum fast jeder dieses Spiel so sehr hasst, machen wir es so. In diesem Spiel übernimmt man die Rolle von E.T. Man muss drei Stücke seines interplanetarischen Telefons finden und danach muss man einen Platz finden, wo das Sendesignal am stärksten ist, um sein Raumschiff zu kontaktieren. Und zum Schluss muss man die Landezone finden und zwar rechtzeitig, damit E.T. gerettet wird. Und wenn man das schafft, bevor E.T.'s Lebensenergie verbraucht ist, dann gewinnt man diese Runde, man bekommt Punkte und ja, man fängt mit der nächsten Runde an. Es gibt 6 verschiedene Aktionsbildschirme. Der erste ist der Wald und dort landet E.T. am Anfang jeder Runde. Auf diesem Bildschirm wird man dann auch die Landezone finden, aber das passiert später im Spiel. Dann gibt es 4 Bildschirme, die voll sind mit Gruben und jedes Stück des Telefons wird man dann in einer dieser Gruben finden. Dann ebenfalls auf einen dieser 4 Bildschirme wird man dann die Position finden, wo man das Telefon benutzen kann, dieses interplanetarische. Und man kann auch noch Süßigkeiten finden auf diesem Bildschirm. Links oben im Bildschirm wird angezeigt, wie viele Teile des Telefons man schon eingesammelt hat. Und unten links hat man eine Anzeige, wie viele Süßigkeiten man schon aufgesammelt hat. Und am letzten Bildschirm gibt es 3 verschiedene Gebäude. Man hat ein FBI-Gebäude, man hat ein wissenschaftliches Gebäude und Elliots Haus.
Neben E.T. gibt es dann auch noch drei andere Charaktere in diesem Spiel, und zwar einen Wissenschaftler, dann einen FBI-Agenten und Elliot. Der Wissenschaftler versucht E.T. zu fangen, und wenn er das schafft, dann nimmt er einen mit ins wissenschaftliche Labor, aber von dort kann man dann gleich wieder weggehen. Der FBI-Agent versucht ebenfalls E.T. zu fangen, aber der nimmt ihn jetzt noch nicht mit zum FBI-Gebäude, sondern er nimmt in E.T. eines der Telefonteile weg und platziert es dann in einer anderen Grube. Falls man kein Telefonteil bei sich hat, beziehungsweise wenn man noch keins gefunden hat, dann nimmt er einem die ganzen Süßigkeiten weg. Elliot wird man nur antreffen, wenn man ihn vorher kontaktiert hat, was man aber nur auf der jeweils vorgesehenen Zone machen kann. Wenn man aber 9 Stücke Süßigkeiten oder beziehungsweise wenn man 9 Süßigkeiten aufgesammelt hat und dann nach Elliot ruft, dann kommt Elliot, nimmt die Süßigkeiten und er vertreibt jeden anderen Menschen auf dem Bildschirm, also sprich einen Wissenschaftler oder einen FBI-Agenten, und dann verlässt er den Bildschirm und kommt später wieder und bringt E.T. eines der Telefonteile. Wenn man jetzt aber weniger als 9 Süßigkeiten bei sich hat und man ruft nach Elliot, dann kommt er vorbei, nimmt sich die ganzen Süßigkeiten, geht wieder heim, und dadurch kriegt man mehr Bonuspunkte für die Highscore. Auf jedem Bildschirm befinden sich sogenannte Kräftezonen, und diese werden dargestellt oben in der Mitte. Man kann die jeweiligen Kräfte aktivieren, indem man den Joystick-Knopf aktiviert oder drückt. Wenn man jetzt auf der Zone mit dem Fragezeichen steht, kann man nachschauen, ob sich auf dem Bildschirm ein Telefonteil befindet, beziehungsweise in einer der Gruben. Denn wenn man die Kraft aktiviert und es befindet sich ein Telefonteil in einer dieser Gruben, dann sieht man ein kleines Blinklicht in der jeweiligen Grube. Dann in der Zone mit dem Gebäude, wenn man die aktiviert, dann schickt man den jeweiligen Menschen, der auf dem Bildschirm ist, wieder zurück zu seinem Gebäude. In der Zone mit dem Kreis und mit dem Punkt kann man die Süßigkeiten essen. Und wenn man jetzt eine Süßigkeit isst, kriegt man 300 Lebenspunkte wieder zurück. Dann in der Zone mit dem Gesicht kann man Elliot rufen. Dann gibt es die Zonen mit den Pfeilen, und je nachdem, wohin der Pfeil zeigt, kann man dann auf einen anderen Bildschirm springen oder sich teleportieren, und je nachdem, in welche Richtung der Pfeil zeigt, dort wird man dann hin teleportiert. Dann in der Zone mit dem kleinen Space Invader, sage ich jetzt einmal, dort kann man das Raumschiff rufen, aber das kann man natürlich nur machen, wenn man alle Teile von dem Telefon hat und solange sich kein Mensch auf dem Bildschirm befindet. Denn falls sich ein Mensch drauf befindet, dann kann man das Schiff nicht anfunken, es geht nicht, dann muss man wieder den Bildschirm verlassen und wieder zurückkommen. Wenn man jetzt also das Raumschiff erfolgreich kontaktiert hat, dann erscheint oben rechts eine Zeitanzeige, beziehungsweise es ist ein Countdown, und da sollte man dann schauen, dass man die Landezone findet, da die Zeit ja wie gesagt runterzählt, und man muss sich am Ende dieser Zeit in der Landezone befinden, damit man gerettet wird. Die letzte Zone ist die Landezone, und diese befindet sich immer im Wald. Das Schiff landet aber nicht, solange sich ein Mensch auf dem Bildschirm befindet, beziehungsweise wenn es E.T. nicht schafft, innerhalb der vorgegebenen Zeit sich zur Landezone zu begeben. Das heißt, man muss wieder alles von vorne machen, man muss das Schiff anfunken und dann wieder zurück zur Landezone, damit man die Runde beenden kann. E.T. hat noch ein paar andere Kräfte, und zwar kann er sehr schnell rennen, wenn man den Joystick-Knopf aktiviert, während man geht. Und wenn man in eine Grube gefallen ist, dann kann man auch herausschweben, und das macht man, indem man den Joystick-Knopf aktiviert und den Joystick nach oben drückt. Unten rechts hat man die Lebensenergie von E.T. und man fängt das Spiel an mit 9999 Lebenspunkten, und man verliert Lebenspunkte bei allem eigentlich. Also wenn man geht, verliert man Punkte, wenn man irgendeine Kraft einsetzt, verliert man Punkte, und man verliert sogar noch mehr Punkte, wenn man in eine der Gruben reinfällt. E.T. stirbt, wenn die Lebensenergie 0 anzeigt im Endeffekt. Und das Spiel ist aber dann noch nicht vorbei, denn man hat noch 3 Versuche. Ich sag extra, man hat Versuche und nicht man hat 3 Leben. Also wenn E.T. stirbt, kommt Elliot vorbei und reanimiert mehr oder weniger E.T. wieder. Und man hat dann 1500 Energiepunkte. Das heißt, deswegen sage ich, man hat 3 Versuche, weil ein extra Leben wäre
wenn man wieder 9999 hätte wie am Anfang der Runde oder des Spiels. Deswegen sage ich halt eben, es sind drei Versuche, die man hat. Aber es gibt auch noch einen Weg, einen extra Versuch zu bekommen. Und zwar, wenn man die verwelkte Blume findet. Und die befindet sich in einer der Gruben. Und E.T. kann die Blume wiederbeleben. In jeder Spielrunde gibt es aber nur eine Blume, die man finden kann. Das heißt, ja, pro Runde kann man einen extra Versuch ergattern. So, jetzt habt ihr das Spiel einmal gesehen und ihr wisst auch, wie es funktioniert. Und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, ihr wisst jetzt um einiges mehr als 80% der Leute, die jetzt eine Review oder ein Video über dieses Spiel gemacht haben, zumindest auf YouTube. Ich habe mir, glaube ich, 30 Reviews, / Videos über dieses Spiel angeschaut, vielleicht waren es sogar mehr. Und das erste, was mir gleich aufgefallen ist, war, dass die Leute, die es gespielt haben, haben keine Ahnung gehabt, was die da eigentlich machen in dem Spiel. Und ein paar haben sogar zugegeben, sie wissen nicht, was sie tun in dem Spiel. Nur, wo es dann wirklich lustig gewesen ist für mich, war dann, wenn sie gesagt haben, hey, das ist einer der Gründe, warum dieses Spiel so schlecht ist. Okay, Auszeit. Spiele, damals wie heute, werden oder wurden verkauft mit einer Anleitung. Das ist auch der Grund, warum eine Anleitung beiliegt bei einem Spiel. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, dann liest man die Anleitung. Ich weiß, es gibt so viele Spiele da draußen, die man locker spielen kann, ohne ein einziges Mal in die Anleitung reingeschaut zu haben. Ich weiß es, stimmt auch. Nur es gibt immer wieder auch Spiele, wie zum Beispiel E.T., wo man eine Anleitung haben sollte zumindest. Ich gebe auch zu, man kann das Spiel, also man kann es rausfinden, wie das Spiel funktioniert, auch ohne Anleitung, nur kann man wie sie die Haken machen. Aber trotzdem, bleiben wir dabei. E.T. ist eins von den Spielen, wo man die Anleitung haben sollte. Anderes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Raiders of the Lost Ark, also Jäger des verlorenen Schatzes. Wenn man da keine Anleitung hat, weiß man auch nicht wirklich, wie das Spiel funktioniert. Oder zum Beispiel die Sword Quest-Reihe am Atari 2600. Hat man auch keine Ahnung, wie man das spielen soll, wenn man nicht die Anleitung hat. Und nicht nur am Atari 2600, auch auf allen anderen Systemen gibt es immer wieder Spiele, wo man eine Anleitung braucht, damit man überhaupt weiß, wie das Spiel funktioniert. Weil für mich ganz persönlich ist es so, wie wenn man jetzt da sagen würde, hey, was nehmen wir hier? X-Wing ist der Urscheiß. Warum? Weil ich bei der Codeabfrage am Anfang nicht vorbeikomme. Warum? Ich habe die Codetabelle nicht. Also, das wäre das Gleiche. Nur weil ich nicht zum Spielen komme, weil ich die Codetabelle nicht mehr habe, sage ich, das ist eine Chance. Also, das kann es nicht sein, oder? Und im Endeffekt, ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich dieses Review mache über dieses Spiel. Ich möchte einen neutralen Blick auf das Spiel werfen. Ich möchte euch den geschichtlichen Hintergrund erzählen von dem Spiel und natürlich, ich möchte auch meine eigene Meinung kundtun und euch sagen, was ich von dem Spiel halte. Ich mache dieses Video jetzt nicht, um das Spiel besser oder schlechter darzustellen, als es eigentlich ist. Ich sage jetzt auch nicht, hey, das ist das größte und geilste Spiel, das ich je gespielt habe und ihr alle habt Unrecht mit eurer Meinung und ich will euch das Spiel auch nicht verkaufen oder irgendeine Kickstarter-Kampagne anfangen oder sonst irgendein Blödsinn. Im Endeffekt, ich möchte nicht einmal eure Meinung ändern. Das heißt, wenn ihr das Spiel wirklich gespielt habt und ihr findet, das ist eine Chance, ja, ist okay. Wenn ihr sagt, das ist das schlimmste Spiel, was ihr je gespielt habt, dann ist auch okay, weil es ist eure Meinung. Nur, wo mir die Kabeln aufgingen, ist, wenn ich irgendein Video sehe, wo erstens der oder diejenige keine Ahnung hat, wie das Spiel funktioniert und im Endeffekt erzählt er mal eine Meinung, die er irgendwo gelesen oder gehört hat. Und
bringt es nicht einmal zusammen, eine eigene Meinung zu bilden. Also, wie gesagt, da gehen wir die Kabel auf, beziehungsweise das kann ich nicht tolerieren. Okay, aber machen wir jetzt wieder weiter, kommen wir wieder zurück zu den Sachen, die Gründe, die man bemängeln kann an dem Spiel oder die halt eben alle anderen Spieler bemängeln an E.T. für Atari 2600. Okay, eine Sache, der größte Fehler, den das Spiel hat, sind diese Gruben. Und ich muss zugeben, bei mir wäre das auch so eine Sache, also ich würde das auch kritisieren. Warum? Was oft vorkommt ist, wenn man jetzt von einem Bildschirm zum nächsten Bildschirm geht, dass man gleich in eine Grube reinfällt. Warum? Weil am nächsten Bildschirm am Rand irgendwo eine Grube wäre und wenn man genau auf der richtigen Höhe ist, fällt man da rein, aber im Endeffekt man sieht es nicht, weil man ja nicht... Ja, wie gesagt, man kommt von einem Bildschirm in den nächsten, das heißt, man kann es nicht sehen, deswegen fliegt man rein. Das gleiche kann auch passieren, wenn man jetzt auf einer dieser Kräftezonen steht, wo mit den Pfeilen, wo man jetzt da springen oder teleportieren kann von einem Bildschirm auf den nächsten, dass, wenn man sich jetzt teleportiert, dass man genau in eine Grube rein teleportiert, kann auch passieren. Oder was auch noch passieren kann, ist das, wenn man jetzt da rausschwebt aus der Grube, dass man gleich wieder reinfällt. Und das ist ein Bug und lustigerweise, der wird auch in der Anleitung erwähnt. Noch einmal ein Grund, warum man die Anleitung haben sollte und durchlesen sollte. Es steht nämlich drinnen, das kommt des Öfteren vor, wenn man jetzt aus der Grube rausschwebt und man versucht nach oben oder unten zu gehen. Also dann tritt dieser Bug auf, dass man gleich wieder reinfällt. Aber wenn man jetzt rausschwebt aus der Grube und dann nach links oder rechts geht, dann passiert nichts. Das heißt, so sollte man halt eben die Grube verlassen, wenn möglich in dem Spiel. Und ja, es ist bekannt und wie gesagt, sie haben es sogar in der Anleitung hingeschrieben. Okay, weitere Gründe, warum das Spiel so schlecht ist. Da war schlechte Grafik, keine Musik und schlechte Soundeffekte. Okay, fangen wir mit der Musik an. Also, es gibt Musik in dem Spiel, aber nicht während des Spiels, sondern am Anfangsbildschirm, also am Intro-Bildschirm. Lustigerweise, E.T. ist einer der wenigen Spiele, die jetzt wirklich einen Intro-Bildschirm haben. Es gibt nicht sehr viele Atari 2600 Spiele, die das haben, aber wurscht. Also wie gesagt, dort hat man Musik und es ist eine leicht abgewandelte Variante des Original-Soundtracks, nur halt eben eine kurze Variante und diese wiederholt sich immer wieder ins Unendliche. Und muss aber zugeben, für ein Atari 2600 Spiel hört sich's nicht schlecht an. Ich bin aber ehrlich gesagt total froh, dass das nicht im Spiel ist, sondern am Anfang. Weil, sagen wir sich's ehrlich, der Atari 2600 ist nicht für seine Soundeffekte, also für seine Sound, also für sein Soundpotenzial bekannt, sondern ja, das ist halt eben ein Gedudel. Und man hat ja auch beim Atari 2600 keine Optionen oder was, beziehungsweise überhaupt in den Spielen. Heutzutage, wenn man da in die Optionen reingeht, da hat man Audio-Optionen, Video-Optionen, die Steuerung, was auch immer. Man kann alles Mögliche verändern. Nur beim Atari 2600 Spiel hat man das nicht. Und eben, wenn jetzt diese Musik vom Anfang wirklich im Spiel drinnen war, ich glaube, dann wären 99% erst angefressen, weil man kann die Musik nicht abdrehen. Und ich wäre einer von diesen 99% höchstwahrscheinlich, weil, wie gesagt, wenn man das die ganze Zeit hört, das kann nerven. So viel zur Musik. Ja, schlechte Grafik und schlechte Soundeffekte. Ich möchte euch da ganz kurz was zeigen. Thank you.
Gut, ist irgendjemandem aufgefallen, was ich jetzt damit aussagen wollte, mit diesen kurzen Clips? Ich finde einfach, wenn man jetzt sagt, hey, ein Atari 2600 Spiel hat eine schlechte Grafik oder schlechte Soundeffekte, also das ist für mich ganz persönlich Nörgeln auf höchstem Niveau, ganz ernsthaft, weil überhaupt aus heutiger Sicht. Der Atari 2600 war nie berühmt für seine grafischen Fertigkeiten oder die Soundqualität oder sonstiges. Ich meine, ja, stimmt schon, es gibt genug Spiele am Atari 2600, die schauen besser aus und hören sich auch besser an als andere Spiele. Aber ja, wie gesagt, es ist damals hauptsächlich darauf angekommen, macht das Spiel Spaß oder nicht. Und wenn man jetzt sagt, hey, E.T. hat eine schlechte Grafik und, schlechte Soundeffekte, ganz ernsthaft, es schaut mittelmäßig aus und es hört sich mittelmäßig an. Es, für mich ist einfach ein mittelmäßiges Atari 2600 Spiel, ganz ernsthaft. Gut, jetzt aber zu dem Gerücht, dass dieses Spiel verantwortlich ist für den Videospielzusammenbruch in Nordamerika im Jahre 83 und 84. Also damit dieses Gerücht sich bewahrheitet, müsste eins von zwei Sachen stimmen. Nummer eins, der Videoindustrie dürfte es gut gegangen sein oder vielleicht sogar extrem gut gegangen sein, dann ist E.T. veröffentlicht worden und dann auf einmal, ja, ist die Hölle ausgebrochen, beziehungsweise dann auf einmal hat der Zusammenbruch stattgefunden. Und Nummer zwei wäre die Tatsache, wenn E.T. niemals veröffentlicht worden wäre, wäre der Zusammenbruch nie gewesen oder hätte nie stattgefunden. Und jetzt einmal zu Nummer 1, also die Nummer 1 stimmt einmal überhaupt nicht, weil der Industrie ist zu dem Zeitpunkt schon ziemlich schlecht gegangen, beziehungsweise sind so viele Fehler gemacht worden und es war eine riesige Übersättigung da. Das heißt, Nummer 1 stimmt einmal überhaupt nicht. Und zu Nummer 2, ganz ernsthaft, man kann das nicht sagen, weil dann, das wäre eine andere Zeitlinie, sag mal, glaube ich. Also das Space-Time-Continuum wäre dann irgendwie ein Bedrängnis oder sonst irgendwas, wenn man das jetzt ändern würde. Aber wie gesagt, man kann es nicht hundertprozentig sagen, weil man nicht weiß, wie das Ganze weitergegangen wäre. Aber man kann spekulieren, wäre irgendwas passiert oder nicht. Und ganz ernsthaft, meiner Meinung nach, der Zusammenbruch wäre vielleicht jetzt nicht 83 passiert, aber wahrscheinlich im Jahre 84 oder 85. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung zu dem Ganzen. Okay, aber was ist jetzt wirklich in diesem, was hat da stattgefunden in diesem Videospiele-Zusammenbruch von 83, 84 in Nordamerika? Nicht zu viele Menschen wissen darüber Bescheid und ich muss ehrlich zugeben, also ich habe auch nie was davon gehört gehabt vorher, erst wie ich angefangen habe mit dem Sammeln von den Videospielen, beziehungsweise weil ich mich mit der Geschichte auch befasst habe von den Videospielen und von den ganzen Systemen, da habe ich dann auch zum ersten Mal gehört. Und in den letzten Jahren haben immer wieder Leute Videos gemacht über diesen Videogame Crash oder beziehungsweise über den Zusammenbruch der Videospielindustrie, damit eben mehr Leute davon wissen und ja, also im Endeffekt, damit die Leute Bescheid wissen. Und finde ich super, dass die das gemacht haben. Ich habe auch fast alle angeschaut, die ich gesehen habe, also die ich finden können. Und das Einzige, was mir nur aufgefallen ist, war, dass jeder die Geschichte fast komplett anders erzählt. Ist normal, weil jeder hat eine andere Erzählweise, das ist mir schon klar. Nur was ich meine, ist, dass teilweise die Daten verändert worden sind von Video zu Video, also ein Datum hat auf einmal nicht mehr gestimmt, dass das ein Jahr früher oder später passiert ist, dann die Geldbeträge sind auch dauernd verändert worden und interessanterweise sogar Ereignisse, die stattgefunden haben, die sind irgendwie verzerrt worden oder halt eben da ist so ausgegangen, da ist so ausgegangen. Deswegen ganz ernsthaft, um die wirkliche Geschichte zu erzählen von diesem Zusammenbruch, wie sie wirklich stattgefunden hat, das ist so gut wie unmöglich. Weil jeder erzählt es anders und ja, auch ich werde es wahrscheinlich ein bisschen anders erzählen, als wenn ihr jetzt schon mal was davon gehört habt. Aber trotzdem, ich versuche mein Bestes. Und ja, reden wir nicht mehr über den heißen Brei herum, also fangen wir an.